Hallo, mein Name ist Volker Scherer. Ich bin 64 Jahre alt, bin von Beruf Informationselektroniker. Ich bin für die Hungner Grünen seit 20 Jahren mit dabei, bin 11 Jahre Stadtverordneter, bin 11 Jahre in der Betriebskommission und auch im Energiebeirat, der übrigens auch von uns initiiert wurde und deren Vorsitz ich 5 Jahre lang innehatte. Meine Schwerpunktthemen sind Energie und Ressourcen. Heute geht es um das Thema Klimaschutz vor Ort, Klimaschutz in der Kommune. Und wenn wir über Klimaschutz reden, reden wir immer über CO2-Reduktion bzw. deren Vermeidung. Wir haben uns einfach mal angeschaut, wo kommen denn in Hungen die CO2-Emissionen her und haben dabei festgestellt, dass der größte Teil, 42%, im Sektorbereich Wärme entsteht. Das war auch für uns der Grund, warum wir sagen, dann wir müssen handeln und haben daraufhin einen Antrag gestellt zur Errichtung und zur Versorgung eines Wohngebietes mit einem Blockheizkraftwerk. Dieser Antrag wurde positiv beschieden. Das Blockheizkraftwerk ist heute in Betrieb und dieses Blockheizkraftwerk speist ein Netz und versorgt halt die anliegenden Häuser mit Wärme. Gespeist wird dieses Blockheizkraftwerk mit Gas. Und nun könnte man sagen, ja, es ist trotzdem ein fossiler Energieträger, der hier eingesetzt wird. Das ist richtig. Aber man muss berücksichtigen, dass bei dieser Art Energieerzeugung Strom und Wärme zur gleichen Zeit entstehen, produziert werden und in der Summe das Ganze somit einen Wirkungsgrad von 90%, fast 90% erreicht. Stellen wir dem ein Kohlekraftwerk gegenüber und hier nehmen wir einfach mal neuester Bauart, dann erreichen wir Wirkungsgrade von 40 bis 45%. Hungen hat ein interkommunales Klimaschutzkonzept erarbeitet, in dem Ziele genannt werden, die es zu erreichen gilt. Hungen hat auch zwei Teilklimaschutzkonzepte erarbeitet, eines für die Trinkwasserversorgung und eines für die städtischen Liegenschaften. Des Weiteren ist Hungen Klimakommune. Und mit dieser Zielsetzung hat sich Hungen das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral, CO2-neutral zu sein. Wir sind allerdings der Meinung, dass an diesem Datum, dass es kein fixes Datum ist, sondern dass wir dieses Ziel deutlich früher erreichen müssen. Ich habe jetzt nur mal einen Weg genannt, wie man CO2 einsparen kann. Es gibt viele, viele andere Wege und über diese Möglichkeiten würden wir gerne mit Ihnen diskutieren. Wir Hungner Grüne laden Sie dazu ein, am 26.01. mit uns zu diskutieren. Am 26.01. um 19:30 Uhr. Wo? Das erfahren Sie auf unserer Webseite. Vielen Dank.